So, heute haben wir uns eine Nummer von Phil Collins rausgepickt, In the Air Tonight, eigentlich die Drama-Nummer schlechthin. Und wir haben vier Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen am Start und wollen das jetzt ein bisschen umarrangieren. Und herausfordernd wird vor allem sein, am Schluss irgendwas anders zu machen. Und ich als Sänger sage irgendwas und was genau wir davor haben, erklärt euch der Marcel. Im Outro wollen wir ja euch quasi überraschen und wollen es ein bisschen spannend machen. Lass es verraten. Ach so. Genau, also die Jungs sind ein bisschen vorbereitet, Jungs und Mädel, aber so 100% wissen sie es noch nicht. Und zwar, wir haben ja diesen berühmten Phil. Hat der Patrick schon vorgeschlagen, wir werden ihn viermal spielen. Also jeder Drama spielt ihn einmal. Und beim fünften Mal spielen wir ihn alle zusammen. Aber die Time ändert sich da. Wir spielen im Prinzip genau das Gleiche. Aber wir denken triolisch. Jetzt Achtung. Und der Beat ist auf dem ersten Schlag. Also 1, 2, 3. So kommen wir da metrisch quasi dann rein. Ein bisschen Mathematik, aber wenn wir es gut spielen, ist es dann auch Musik am Ende. Kannst du es nochmal zeigen? Ich hab dich verstanden. Machen wir erstmal langsam. Mach den alleine. Das ist auch im langsamen Tempo echt schwer. Böse. Ja, ich muss halt auch noch ein bisschen mitsingen, ne? Jetzt machen wir nicht so viele auf einmal. Wenn's einer kann, dann du. Ja, und Sippy macht dann irgendwie Tom-Sounds weiter? Sippy wird schon wissen, was er macht. What? Tom-Sounds? Okay, gut. Nie. Jetzt machen wir ihn viermal, jeder spielt ihn einmal. Ja. Wer fängt an? Was macht einen Sinn? Ich wär's geil, wenn du anfängst. Ich fange ihn an. Und dann, dann rundherum und dann kommen wir wieder zu mir. Genau, alles klar. Du machst ihn ganz alleine oder mit Patrick zusammen. Das können wir auch machen. Wir können ihn auch einfach zu zweit machen, diesen letzten. Weil wenn ich da reinsemmel, dann ist das irgendwie total strange. Und ich lasse wir zwei den machen. Badam, badam, badam. Achso, du meinst den ganzen Outro-Crew? Ja. Ich mach nur Tom-Fills. Ja. Ja, was sind die, wir haben dich bezahlt. What? Am Schluss bist du ja sowieso allein dran. Also kannst du auch den Übergang alleine spielen. Ja, den Übergang kann ich alleine machen, aber dann bist du wieder dabei. Alle die Time spielen, so mit den Sticks, dass wir safe sind, oder stört es dann im Effekt, finde ich? Was meinst du? Dass es nicht wackelt, wenn wir diesen Fill-In so aufteilen. Weißt du, dass wir alle den hier schon machen, wenn du spielst und so? Weil dann, ich glaube, dann sind wir sauber auf der 1. Ja? Sollte aber nur einer machen.
I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. But I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off your grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Oh Lord. Well, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me, but the hurt doesn't show. The pain still grows, some strange energy.